Einen wunderschönen guten Abend zur Night Session, zur ersten Night Session. Ich mache mal die Musik aus, die hören wir gleich noch zu Genüge. Schönen guten Abend, Leute. Schön, dass ihr ja schon so zahlreich im Chat unterwegs seid. So, die Katze möchte mitspielen. Katze möchte mitspielen. Jawohl, schönen guten Abend. Wie angekündigt, We Are Football, das neue Anstoß. Bei mir auf dem Kanal und viele von euch, ich denke mal, die, die da sind, haben es mitbekommen in den letzten Wochen. Ich habe es angekündigt und jetzt ist es endlich raus. Seit dem 10.06. ist es da. Und jetzt können wir es endlich mal zusammen spielen. Night Session ist dann auch das Schöne, da haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten zu streamen. Ich hoffe, ihr klopft es nicht gleich an der Tür, weil ich jemanden wecke. Aber ja, für die Stammzuschauer, es wird ein bisschen ruhiger als ein Pest-Stream. Die bleiben unberührt, Dienstag, Sonntags. Also von daher wird sich an der Geschichte nichts ändern. Aber vielleicht haben wir jetzt mit We Are Football hier was Cooles, Neues. Ja, ich sag erstmal schönen guten Abend und so an alle im Stream. Später nochmal im Detail. Die Stammzuschauer kennen das. Erstmal zur Idee, zum Projekt. Ich hatte schon vorher, viele Monate vorher gesagt, mal ein bisschen mehr Stream, aber auch was anderes wäre eine coole Idee. Und da musste ich dazu nur irgendwas anbieten. Und We Are Football ist jetzt eben so dieses neue Anstoßen, leicht verdaulicher Fußballmanager, der bietet sich total an, ist seit, wie gesagt, 10.06., seit letztem Donnerstag draußen. Und ja, erste Chance heute Nacht, heute Abend zu streamen. So, was haben wir denn noch zu dem Titel zu sagen? Ich habe hier zwei kleine Screenshots vorbereitet. Ja, also vielleicht mal zum Setup, ne? Also für die Stammzuschauer ganz besonders interessant, nehme ich mal an. Ich sitze jetzt hier an meinem Gaming-PC. Hier hinter ist die PES-Couch. Da vorne ist der Fernseher. Also das seht ihr so hier, ne? Also rechts von mir ist die Pro Evolution Soccer Magie. Jetzt hier Gaming-PC und so, ne? Alles ein bisschen umgebaut. Aber es ist das gleiche Gaming-Zimmer. So, wo ich von Screenshots rede. Ich glaube, der aktuell beste Preis und das noch bis einschließlich 17.06. für dieses Spiel, für We Are Football, falls da jemand Bock bekommt, auch mitzuspielen nach dem Stream oder generell noch auf der Suche ist nach einem guten Preis, ist im Epic Game Store. Ich weiß, da sind viele gegen und alle sind Steam-Fans und Epic ist scheiße und ich weiß gar nicht warum. Aber der beste Preis aktuell, weil Epic diesen Mega-Sale laufen hat und für jedes Spiel, also jedes Spiel ab 14,99 € kriegt man 10 Euro geschenkt. Einfach nur von Epic geschenkt. Der Vertreiber, also in dem Fall hier THQ, kriegt nicht weniger Geld. THQ kriegt das gleiche Geld. Nur 10 Euro von Epic geschenkt. Deswegen, ich habe es mir auf Epic geholt. Das als kleiner Hinweis. Und dann vielleicht auch noch der wichtige Hinweis, da wurde ich auch schon von einigen gefragt. Ich bin auf einem Discord-Server und da sind die ganzen Hardcore-Anstoß- und Fußballmanager-Fans, glaube ich, unterwegs und hatten auch Day One. Ja, die PES-Freunde kennen es von PES Universe oder von anderen Vereinigungen. Day One ist immer ganz wichtig, ganz heiß. Einen Patch. Also ein Patch im Sinne von eine Modifikation rausgebracht, damit man auch alle Originaldaten hat. Das ist für uns der Vorteil. Wir haben jetzt, was weiß ich, wie viele Ligen, Originalgesichter, Originalnamen. Das Spiel selber kommt ohne Lizenzen, es sei denn, man kauft neben dem Spiel für 21 Euro noch den Bundesliga-DLC. Es gibt tatsächlich einen Bundesliga-DLC für offizielle 7 Euro oder 8 Euro. Aber dieser Patch von den FM-Jüngern hier oder FM-Zockern, der ist schon deutlich üppiger. So, das an der Stelle mal eingeblendet. So, und jetzt, hier ist meine Kommandozentrale auf dem Handy. Ja, und die stelle ich mir gleich hier so vor den Monitor. Das heißt, ich habe quasi den Chat immer vor Augen. Das ist schon mal ganz geil. Das ist bei PES immer so ein bisschen schwieriger, wisst ihr selber. Und bevor ich jetzt hier anfange, sage ich jetzt erstmal bei den Leuten, die da sind, erstmal einen schönen guten Abend. Mama hat geordnet. Also, der PES-Elite ist da. Hoffentlich haben wir irgendwann hier auch eine We Are Football-Elite im Chat. Schön, dass du reingefunden hast. Schönen guten Abend, Great Alf. Der NDR40 ist da. Der Stoixer ist da. Der Mayo, der hat groß angekündigt. Der zockt bestimmt auch schon selber. Der Prinz ist am Start. Der Casecop. Der Remo. Der Bishop hatte sich auch informiert und erkundigt. Das ist gut, dass er da ist. Der Showbus am Start, der Casecop, der Andreas, unser Hype-Train, unser Lokführer, der Mykonos, der Andi hatte sich auch informiert. Und der Kingfuseer, da kannst du streamen, wann du willst, da kannst du streamen, was du willst. Der Kingfuseer gewinnt auch heute den ersten Kommentar. So. Zweiter Monitor muss her. Das wäre auch eine Option. Ja, jetzt Second Screen geht auch über Handy. Aber ja, lasst uns erstmal hier Twitch-Partnerschaft. Lasst uns erstmal hauptberuflich virtueller Fußballstreamer werden. Dann können wir auch über ein geileres Setup hier reden. Ich habe das Ganze hier heute Mittag eingerichtet. Da sah das noch ein bisschen cooler aus. Moment mal, ich gucke gerade mal. Ich gehe mal aus dem Spiel raus. Das seht ihr jetzt nicht. Bin jetzt im Streamlabs und sehe
So ist das Setup gerade. Genau, also ich bin oben links. Da ist, warte mal, da fliegt gerade die Emote-Wall rein. Warte mal, die muss einher eigentlich. Ah ne, die haben verschoben. Guck mal, hier die Emote-Wall. Also wenn ihr hier wie der PES-Elite gerade zwei Emotes doppelt schreibt, dann fliegen die über meinem Gesicht. Jetzt habe ich es richtig platziert. Also falls ihr nochmal irgendwelche. Warte mal, das kann ich glaube ich auch selber machen. Da ich kann mich selbst mal beweihräuchern hier. Dann fliegt jetzt mein Emote durchs Bild. Geht nicht, wenn ich es selber mache. Oder ist das so verzogen von der Zeit? Da kommt Liebe. So, das guck mal, genau so, das haben wir jetzt gemacht. Was ich jedenfalls sagen wollte, so jetzt kann ich wieder ins Spiel gehen. Also hier ist soweit alles sauber aufgestellt. Ich habe das heute Mittag eingestellt. Jetzt ist es halt draußen dunkel und ich habe nur die Leuchte hinter mir. Deswegen sieht das ein bisschen dunkler aus, als ich eigentlich vorhatte. Aber das kommt dann auch zum. Jetzt wollte ich da oben schon auf meine eigene Kamera gucken, aber ihr seid ja da. Wollte ich eigentlich auf. Also wenn wir dann das Zimmer umbauen, dann machen wir hier perfekt, ne? Und dann machen wir hier die Mikros anstecken und alles ausgeleuchtet. So, was machen wir denn heute? We are Football. Also die Leute, die es auf YouTube sehen, haben jetzt den Vorteil, die können den ganzen Laberkram vorspulen für uns heute. Es ist ein erstes Anspielen im Stream erstmal für uns in der Community. Ich selber habe von Donnerstag bis heute 6 Spieltage mit der glorreichen Fortuna gemacht, nur um das Spiel mal so ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen zu merken, wie klickt sich das und was passiert wann, damit ich nicht komplett lost bin in den ersten Spielminuten. Also ein bisschen was kann ich schon erzählen, kann euch schon auf ein paar kleine Probleme hinweisen, die mir das Gefühl geben, das Spiel braucht vielleicht noch ein, zwei Patches. Es hat das Anschlussgefühl, so, es ist locker flockig, witzig und du klickst gut durch und dann kommt Fußball und du kannst dich freuen oder eben nicht und dann geht's schnell durch. Aber es gibt gewisse Dinge, wo du sagst, so, Moment, ich möchte jetzt gerne Manndeckung machen. Wo ist die denn? Und dann kommt die drei Bildschirme weiter. Ich zeige es gleich natürlich noch im Detail. Und du hast nicht alle Infos, um sauber Manndeckung auswählen zu können. So Kleinigkeiten. Also das Spiel ist für mich noch nicht 100% fertig, aber nicht im Sinne von bugverseucht, unspielbar. Aber das sind so Kleinigkeiten, die könnte man da besser machen. Und das Zweite, das ist das, was ich hier eben eingeblendet habe, was die Patches angeht. In meinem Testspiel mit Fortuna Düsseldorf waren noch einige Dinge im Argen. Also da gehe ich mal davon aus, diese FM-Zocker-Jünger-Kollegen, so geil die Arbeit auch ist und der Einsatz auch immer wieder nur zu schätzen ist eigentlich in diesen Communities. Da wird sicherlich nochmal nachjustiert und dann, gesetzt den Fall, ihr habt Bock, gesetzt den Fall, ich hab Bock und das Spiel macht Spaß, machen wir hier mal einen sauberen Stream-Spielstand mit einer richtigen Karriere. Was wir heute machen und wahrscheinlich auch die nächsten paar Streams zum Thema. Wir spielen einfach locker flockig, klicken ein bisschen durch, machen verrückte Sachen, gucken mal, wie sich das Spiel anfühlt, finden vielleicht noch mehr Fehler, wo wir sagen, das wäre besser, wenn da, und das ist nicht balanciert und so. Und irgendwann resetten wir da, wenn man so möchte, den Spielstand. So, jetzt genug gelabert. Jetzt sind wir schon 11 Minuten im Stream. Es sind ein paar Leute da. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt fangen wir an mit dem neuen Anstoß, mit We Are Football. So, was ich mir überlegt habe, jetzt können wir nämlich auch sofort zuerst so hier machen, ein Spielermodus. Weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Es gibt Frauenfußball. Ja, wir könnten theoretisch hier mit Turbine Potsdam die Weltherrschaft und so. Aber da kenne ich mich so gar nicht aus. Von daher Männerfußball und dann gehe ich hier auf ihre Datenbank und dann zieht er sich die installierte Patch-Datenbank von den geschätzten Moddern von FM, Jünger, Zocker, Net. So, und dann kommt hier. Dann kommt hier unser Manager-Anlegen-Bildschirm. Und was ich noch gar nicht gefragt habe, ihr würdet mir sagen, wenn der Sound scheiße ist, ne? So, das wäre schon mal ganz wichtig. So, also das bin ich jetzt nicht 100%, ja, das ist jetzt nicht komplett mein Steckbrief, aber er ist nah dran. Lieblingsverein, das ist keine Überraschung. Warum ist das eigentlich wieder rausgerutscht? So, das ist eigentlich richtig. So, das ist der Herr Playmaker, den nehmen wir heute als ersten Trainer. Und wir würden dann mit diesem richtigen Spielstand eine Karriere spielen. Also wir starten ohne Verein, dann wird ein bisschen was gefragt, das seht ihr hier links auch beschrieben, dann werden dir ein paar Fragen gestellt und dann kriegt man, glaube ich, drei Teams zur Auswahl. Wir fangen heute an mit einer Mannschaft aus einer ersten Liga, eine der Top 5 Ligen, habe ich mir überlegt, damit man auch sofort ein paar coole Spieler hat, ein paar coole Spiele zu bestreiten hat, vielleicht sogar Europapokal und auch ein bisschen Kohle hat, um was zu machen. Ja, mal ein paar Transfers, ein bisschen verrückt werden. Und deswegen jetzt die Bitte an euch, einmal in den Twitch-Chat gucken. Die Leute, die das jetzt auf YouTube sehen, die müssen sich leider damit begnügen. So, auf geht's. Und ich habe mir überlegt, wir testen mit einem der sympathischeren Teams aus einer der großen 5 Ligen. Also bitte einmal Augen auf den Twitch-Chat. Worauf habt ihr Bock? Ich habe mir überlegt, OSC Lille
der Überraschungsmeister aus Frankreich, den finde ich hochgradig sympathisch. Atalanta Bergamo seit Jahren hochgradig sympathisch. Leicester City seit Jahren hochgradig und ihr wisst, wo ich hin will. Also, Augen auf, in welcher Liga wir spielen. Was wähle ich denn? Mal gucken. Ja, ich stimme mit ab. Aber ich sehe hier eine relativ schnelle Tendenz. Ich könnte theoretisch meinen Trikot von dem Verein aus dem Schrank holen. Okay, ihr wollt alle in die Bundesliga. Dann brauchen wir gar nicht lange warten, bis der Chat hier, bis die Abstimmung vorbei ist. Ne, ihr seht es hier. Ich habe diesen kostenpflichtigen Bundesliga-DLC nicht geholt. Aber es sind alle Originalvereine drin. Also super Arbeit hier, ne, bei den Kollegen von FM Zockernet. Alles top, hier alles super. Man könnte theoretisch hier spektakulär auf die Färöerinseln gehen und vielleicht den neuen Harlow Hansson entdecken. Aber okay, ihr habt euch entschieden für den einzigartigen SC Freiburg. Wir spielen mit Entlassung. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Spielstand so weit kommen, dass wir entlassen werden. Aber okay, wir gucken einfach mal. So. So, das ist also SC Freiburg. Klick, okay. So, noch schlafen Sie im Hotel. Wir werden begrüßt, ne? Das ist so die Euphorie. Genau, die kann ja noch kommen, steht hier. Logisch, wir haben noch kein Trainerlevel. Ihr seht's. Ah, warte mal, das wollte ich euch einmal gezeigt haben. So, damit ihr mal seht, was durch meine Hackfresse verdeckt ist. Wo ist das Ding? So, Webcam. So, jetzt seht ihr einmal oben links, was mehr oder weniger in fast jedem Bildschirm verdeckt ist. So, ich gehe einmal aus dem Spiel raus, um zu sehen. Ich bin weg, ne? Genau, ich bin weggeblendet. Dann seht ihr mal, was dann passiert. So, von daher, so, kämen wir da an. Aber da oben ist im Endeffekt nur so, wie so rollenspielmäßig, mein Level, mein Fortschritt und meine Aktionspunkte war dieser Blitz. Und die kann man anwenden, um irgendeine Verhandlung ganz besonders toll zu führen oder irgendeine ganz besondere Ansprache zu machen in der Halbzeit. Also von daher, das hat so ein bisschen Rollenspielcharakter, da werde ich auch noch nicht so ganz warm mit. So, viel Glück bei unserer Aufgabe. Wir können ja mal ein bisschen gucken, was der SC Freiburg so drauf hat. Ne? Schwarzwaldstadion, wir sind in diesen Wettbewerben vertreten. Alles sympathisch, tolle Truppe, toller Verein. Volker Finke, eh der Geilste. So, Saisonvorbereitung. Wie sieht's aus? Heute beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2021. Urlaub ist beendet und alle wollen mit uns reden. So, dann reden wir mal. Erstmal gibt es diese Aktionspunkte. So, kann ich hier schon wieder ausschalten. Damit ihr seht, jetzt haben wir da oben auf einmal eine 4 stehen, nicht mehr eine 0. So, gut zu wissen. Zu Beginn des Spiels und später bei Erfolgen erhalten Sie Aktionspunkte. Ja, genau das, was ich sagte. Das brauchen wir nicht mehr einblenden. Haben wir verstanden. 4 zum Start. Dann gibt es, glaube ich, bei Level-Ups und bei gewissen Ereignissen bei, ne, gibt es die Dinger. So, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist. Jetzt mache ich hier den Chat mal wieder an. Vielleicht hat schon jemand was geschrieben. Gibt es 3D-Matches? Schon mal klares Nein. Gibt es nicht. Es gibt nur eine Art von Match-Darstellung. Die zeige ich euch natürlich. Und die nutzen wir dann natürlich auch. Ihr könnt jederzeit, und das ist dann besonders an die gerichtet, die es selber schon spielen, reingrätschen und korrigieren. Also ich habe zwar Anstoß gesuchtet, 2-3 und Fußballmanager und so, klar, alles gesuchtet, aber das ist lange her. Mit dem Fußballmanager von Sega nie wirklich warm geworden. Wenn ich jetzt hier irgendwas nicht weiß, gerne helfen. Wenn ich hier irgendwas falsch sage, gerne helfen, weil im Endeffekt, das ist im Endeffekt bei uns bei PES, die Community, wir machen uns ja alle zusammen irgendwo besser. Ne? Von daher gilt das hier genauso. Saisonplanung. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich baller. Ah, genau. Das ist so eine schöne Eigenart an We Are Football, die ich persönlich total daneben finde. Das wird später bei Verhandlungen mit Spielern nochmal evidenter. Du hast hier unten Verhandlungspunkte. Ja, ich kann hier genau 3 Klicks machen in der Veränderung. Ich kann 3 Klicks machen. Später bei den Spielern, die meisten von euch kennen das, das ist dann hier oben, dass du jemanden verärgern kannst, bis er die Verhandlung abbricht. Und ich könnte jetzt mein Präsidium verärgern, wenn ich sage, naja, ich will hier keinen Platz 14. Ich kann aber nur 3 Klicks setzen. Ich finde es ehrlicherweise total Banane, dass ich dieses wütend machen oder so nicht ausreizen kann. Ich kann jetzt nur sagen, Zielplatz 14, ich kann hier dreimal auf Absenken klicken oder ich kann dreimal mehr Budget fordern oder ich kann dreimal Budget verschieben. Das gerade bei Budget verschieben finde ich das total Banane. Also wenn ich mehr Geld fordere, okay, bei dreimal ist dann irgendwann auch gut, das würde ich verstehen. Aber wenn ich sage, naja, wir wollen das Vereinsheim jetzt nicht ausbauen, schieb mal 5 Millionen rüber. Nein, ich kann nur dreimal klicken. Und das sind 3 kleine Schritte, wie ihr seht. Das sind 300.000. Das ist ein Fliegenschiss, den ich hier verschieben kann. Das finde ich total Banane gelöst. Also dann, wie bei Anstoß früher, ne, du hast da einen Gesichtsausdruck oder du hast diesen Zufriedenheitsbalken da oben.
den Kreis und kannst so lange ausreizen, bis es halt verzockst oder eben nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es mega blöd gelöst. So, Platz 14. Ich glaube, das ist mit dem grandiosen SC Freiburg locker zu schaffen. Ich kenne den Kader jetzt nicht. Vielleicht ist der Kader schwach eingestuft und nur ein Christian Streich kriegt die Truppe auf Platz 7. Ich nicht. Ist auch vollkommen egal. Die 14 lassen wir. Wir sagen, wir hätten aber gerne hier mehr Geld, um die Mannschaft auszubauen. So, dann war's das. Okay. Und jetzt nochmal das hier mit dem Aktionspunkt. Ne? Wir könnten jetzt hier einen Aktionspunkt. Hier steht hinter meiner Hackfresse eine 4. Ich könnte jetzt einen Aktionspunkt setzen. Und dann kriege ich aber auch nur ein Verhandlungsding mehr. Das ist auch nicht der Rede wert. Also es ist ein bisschen fragwürdig gelöst. Ich möchte mir jetzt nicht erdreisten, es ist schlecht gelöst. Ich bin kein Game Designer. Vielleicht ist da noch mehr Überlegung hinter, aber ich finde das nicht so sauber. In jedem Fall, wir haben 27 Millionen. Das sind dann mindestens ein Viertel Messi. Das ist doch schon mal in Ordnung. Da kann man noch mit arbeiten. Vielleicht einfach nur ein Vincenzo Grifo, aber egal. So, so läuft das bei mir. So, und jetzt können wir ein paar Ansagen machen. Guck mal, jetzt können wir uns hinstellen und sagen, vergesst Christian Streich, jetzt ist der Playmaker am Start. Ach ja, das war, als ich meinen Fortuna-Spielstand angefangen habe, habe ich bei jedem dieser Dinge gesagt, irgendwie möchte ich mich nicht festlegen. Alter spielt keine Rolle, ist so, das ist so der Klassiker. Ich würde am liebsten sagen, Jugend, aber dann hast du so den einen oder anderen Erfahrenen, ja, so ein Christian Günther für linke Seite, den willst du ja auch nicht sagen, so, du bist nicht mehr jung, raus. Das ist auch falsch. Gökhan 14. A, schön, dass du reingefunden hast. B, kommt gleich. Es gibt aber nur eine Spieldarstellung und die ist kein Textmodus und die ist keine 3D-Simulation. Ist so ein Mischmasch. Also, ich finde es nicht schlecht gelöst. Das vielleicht vorweg gesagt. Aber dass man die Option nicht hat, ist ein bisschen schade. So, wir haben ja gesagt, wir nehmen das jetzt so als Testspielstand, als Teststream, wenn man auch so möchte. Dann machen wir mal was Verrücktes. So, der SC Freiburg war immer gut im Jugendspieler ausbauen, ausbilden. So, Training ist nur ein Faktor. Trainingseindruck entscheidet. Machen wir ganz klar, wer sich aufdrängt. Ja, die PES-Freunde kennen das mit den Pfeilen bei mir. Wer gut trainiert, muss spielen. Rotation. Jeder bekommt eine Chance, auf jeden Fall. So, und was sagen wir denn hier dem Präsidium? Ja, das ist auch sowas, ne? Was willst du denn sagen? Also, ich will morgen in die Euroleague oder in 10 Jahren, also der Mittelweg. Idealerweise in 4. Noch bevor We Are Football 2 kommt, würde ich gerne in den Messepokal. So, mittelfristig, ja, mache ich. So, Spiel, offensiv. SC Freiburg immer, Breisgau Brasilianer, offensiv. So, und was haben wir sonst noch? Transfermarkt. Aus jedem Jugendjahrgang muss es ein Spieler schaffen, auf jeden Fall. Ich kaufe nur Spieler, die ich, auf jeden Fall, Ausbildungsverein. Wir kaufen nur Spieler, die uns wirklich weiterbringen. Ja, kommt von mir aus. Auch, okay. Ja, und so läuft das bei mir. So, gucken, ob das wirklich so bei mir läuft. Ja, nieder mit den Schlipsträgern. Genau, das ist ein mitgliedergeführter Verein. Da gibt es eh viel zu wenige von. So, das sind Rückennummern. Ich glaube, das ist auch so ein Standard in Managern. Die meisten von euch kennen das. Wenn ihr Manager spielt, dann lassen wir einfach. Das Einzige, was mir immer ganz wichtig ist, ist die 10. Ah, Goose Till, der von Spartak Moskau ausgeliehene Niederländer. Das vielleicht auch nochmal aufgesagt. Das ist. Das sind die Kaderdaten von der jetzt vor kurzem ausgelaufenen Saison. Gus Till wurde ja zum Beispiel vom SC Freiburg verabschiedet und nicht verlängert. Dementsprechend müsste der jetzt mit Hinblick auf 2021 Saisonstart nicht mehr dabei sein. Aber es ist die Kader-Variante, sind die Kaderdaten von der vor kurzem abgelaufenen Saison. Gus Till mit der 10 kann ich mitleben. Auf geht's. So, und dann sind wir schon im ersten immer wiederkehrenden Bildschirm einer Woche. Und ihr werdet jetzt merken, wie schnell wir in den virtuellen Fußballteil, also wie schnell wir in Spieltage reinkommen. Also ich war super überrascht. Du hast jetzt hier so, okay, finden keine Spiele statt erstmal. Okay, guckst so ein bisschen. Team 100, seht ihr das? Ist mein Gesicht zu weit? Nee, okay, ihr seht nur, dass vielleicht nochmal jetzt, wo ein paar mehr Leute da sind, hier nochmal kurz die Webcam ausgeblendet. Das ist das, was ihr in der meisten Zeit links oben verpasst durch mein Gesicht. Ja, wir sind der SC Freiburg und wir sind der Sebastian Playmaker und wir sind mehr Level 1, 4 Aktionspunkte. Das nochmal gezeigt. Ihr seht, wo wir unterwegs sind. Also hier, ne, Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal. Hier ist Teamwert und hier ist die Form. Aktuell noch gar nichts. Da ist sonst grün und rot. Das seht ihr gleich auch. Und dann gucken wir uns den Kader mal an. Wir hatten es gerade mit den Rückennummern schon. Das Team ist glücklich. Das ist schon mal die halbe Miete. Summe Länderspiele. Es ist eine unbedingt Statistik, die ich. Knapp 5000 Liga. Ja, okay, gut. Ligaspiele.
Kommen wir zu europäischen Spielen, dann wäre es wahrscheinlich schon deutlich weniger. Summe der Länderspiele. Was für Nationalitäten haben wir denn hier? Grifo ist Nationalspieler, der hat ein paar gesammelt. Der Nils Pedersen, wo ist er? Warte, ich glaube, das sortieren wir am besten nach Stärke, ne? Der Pedersen hat ein paar Länderspiele. Der Kwon als Südkoreaner bestimmt auch. Abraschi, der Albaner auf jeden Fall. Frankreich, Schmid auf gar keinen Fall. Haben wir sonst noch ein paar Deutsche? Hat Christian Günther Länderspiele oder ist der jetzt echt so mit zwei Testspielen zur Euro eingeladen worden? Christian Günther. Hier schön Originalgesicht. Alles drin, alles im Patch. Der Patch ist gut. Also der Ersteindruck ist schön viel da, auch bei Sponsoren, das sehen wir gleich. Was ich eben meinte, da sind ein paar kleine Patzer drin. Aber das wird ja, ist ja ein Alpha, ist nicht mal eine Beta. Also von daher. Ist das für den ersten Klick und für Day One, also das Spiel ist seit 10.06. draußen und der Patch ist sofort da gewesen und der Patch ist genauso groß vom Download-Volumen, beides mit 3 GB, ist schnell gezogen, ist aber auch alles üppig und voluminös dabei. Und von daher ist das, glaube ich, so fürs Atmosphärische, fürs Gefühl super wichtig, so ein Patch zu haben, auch wenn man vielleicht europäisch spielt, dass man dann nicht gegen den FC Paris spielt oder gegen, weiß ich nicht, Blaugrana Catalonia oder wie auch immer, die ganzen Daten dann verfremdet sind. So, jetzt lasst mich einmal noch mal kurz, ihr könnt euch hier einmal kurz den SC Freiburg angucken. Ich schaue gerade mal. Game in Progress, ja, das kann man so nennen, Andreas. Also zum einen, was das Spiel selber angeht, aber auch der Patch. Das wird alles in ein paar Tagen oder Wochen noch besser. Wo ist der Unterschied zwischen Links-Rechts-Pfeilen? Achso, das Bishop meintest du auf das Budget, ne? Plus-Minus war mehr Budget fordern. Da wird das Präsidium natürlich bei mehr fordern eher wütender als bei links-rechts bestehendes, bestätigtes Budget verschieben. Also die Pfeile links-rechts war von Transferbudget auf Vereinsgelände verschieben oder umgekehrt. Das waren die Buttons. So. Es ist klein auf dem Handy, das ist leider richtig. Flinty-Minty, schön, dass du reingefunden hast. Generell super spannend jetzt. Also vielleicht für die Leute, die jetzt hier sind und mich zum ersten Mal mitbekommen. Ich bin normalerweise Pro Evolution Soccer Streamer, aber nur. Und jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben was anderes und zum ersten Mal ein Fußballmanager. Von daher bin ich sehr gespannt, wie viele neue Namen es tatsächlich auch hier reinfinden. Heute in den Kanal, in den Chat. Morgen 11:11 Uhr, PES-Brunch, Freunde aus der PES-Ecke. Das wird sich nicht verändern. So, Sledgey hat auch sofort ein Follow da gelassen, hat sich der Stream schon gelohnt. Okay, also das ist der monstergeile SC Freiburg. Das gucken wir uns alles später mal im Detail an. So, dann kannst du hier sagen, wer soll besonders gefördert werden. Na, also, ich wäre da für irgendwelche. Da muss ich doch nochmal in den Kader gucken. Da gucken wir mal nach Alter. Welche jugendlichen Spieler, die einige. Oh, hier, Itta. Jan Oh, den kenne ich ehrlicherweise gar nicht. Gianluca Itta hat hier ein Riesentalent. Also ich glaube, bei Anschluss war Riesentalent erst bei 4 Sternen, oder? Das ist ein bisschen optimistisch. Großes Talent bei 2. Aber der passt. Guck mal hier. Der ist 21 Jahre. Der ist jetzt schon eine 8. Das ist schon ein schwacher Bundesligaspieler. Und hat ein Riesentalent. Also wir gucken gezielt auf Gianluca Itta. Nie gehört. Und ich gucke hier nur wieder Bundesliga. Ah, linker Offensiv-Außenverteidiger. Guck mal einer an. Okay, dann pushen wir den Kollegen. Trainingsziel auf Technik. Okay. Ja, modern. Ah, scheiß. Das ist natürlich jetzt bitter, wenn ich meinen Kader so überlege. Jetzt guck mal wieder hier auf Hauptposition, HP, Hauptposition. Der spielt auf der Position von Christian Günther. Und der ist ja eigentlich einer der besten Spieler, die wir im Kader haben. Ist natürlich blöd. Aber wir könnten einen davon links Mittelfeld spielen lassen. Ja, ihr seht schon, wir sind sofort in der Zwickmühle. Hättet ihr doch Atalanta Bergamo gewählt, Freunde. Mein Gott. Okay, also, Schwerpunkt für diese Woche. Finanzen, Sponsoren, ihre Mitarbeiter geben dann Termine zu dem Thema. Ich glaube zum Start, Finanzen, Sponsoren ist richtig. Und Trainingsschwerpunkt Fitness, glaube ich, auch richtig. Dann wird so ein bisschen voreingestellt, für dich so vorsortiert. Ne, immer im Hinterkopf haben, das ist nicht der Fußballmanager von Sega, das soll so ein leicht verdauliches Anstoß und Fußballmanager von früher sein. Wenige Klicks, wenig Hardcoreiges ins Detail gehen und am Ende deutscher Meister. So, dann machen wir einfach mal Wochenstart. Auf geht's. So, und dann kommt das Zweite, was ihr jede Woche seht. Eine Zentrale. So. So, lasst mich einmal immer wieder hier raus, hier immer wieder reingucken. Cass Köpp, trotzdem danke, dass du da warst. Jawohl. Dann dir eine gute Nacht. Viel Erfolg beim Frühdienst. Und wo du es gerade sagst, genau, das ganze Video landet am Ende auch auf YouTube. Und ja, vielleicht wird das unser zweites virtueller Fußball-Standbein.
für den Let's Playmaker-Kanal. Kommt, habe ich ja gesagt, auch ein bisschen auf euch an, ob ihr Bock habt, ob ihr mitfeiert, ob ich auch Bock habe. Es kann ja sein, dass man nach einer Woche denkt, so, nee, irgendwie ist das fade, irgendwie ist das nicht so rund. Und von daher, schauen wir mal, wo es hingeht. So, das ist jetzt schon ein bisschen überladener mit Infos. Unser nächster Gegner in 47 Tagen. Oh, okay. Weiß gar nicht, ob das so war in der Realität, aber bei Fortuna hatte ich relativ schnell ein Pflichtspiel gegen den Hamburger Sportverein. Hier 47 Tage, das ist ja noch super weit weg. Das ist ja noch über einen Monat weg. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann haben wir viel Zeit mit Fitnessbolzen, Freundschaftsspiele sauberer reinkommen in die Saison. In die Vorbereitung ist schon mal in Ordnung. Und dann, ja, schauen wir mal. Ich muss noch kurz gucken. Ihr habt hier unten meine Social Media Leiste eingeblendet. Genau, aber man kann die Buttons noch einigermaßen erkennen. Okay, da muss ich mich nicht schämen. So, das heißt, wir haben hier erste Mannschaft. Ne, das ist mehr oder weniger das gleiche, was wir eben hatten. Dann haben wir hier eine zweite Mannschaft. Da gucken wir vielleicht zum ersten Mal rein. Haben wir da ein Monster-Talent? Nicht so wirklich. Von der Stärke her 4,9. Oh! Oh! Ah, Johannes Flu. Und der ist 32 und der ist eigentlich ein gestandener Bundesligaspieler gewesen. Der ist dann scheinbar zum Ausklingen in der zweiten. Da müssen wir nichts machen. Was haben wir hier? Das ist die Jugend. Das ist unsere Jugend. Talent. Haben wir einen Sek. Oh. Oh, der ist hier interessant. Der ist sehr interessant. Benedikt Kluge. Kann man den genauer angucken? Ja, so ein bisschen. Kein Originalgesicht. Dann ist das wahrscheinlich ein Fake-Jugendspieler vom Spiel. Automatisch angelegt. Kann Deutsch, Englisch. Okay, ist zur Schule gegangen. Trainingseindruck, hat noch nicht trainiert. Sieht sich nur auf Hauptposition und die wäre Rechtsmittelfeld. Können, findet sich schnell zurecht. Okay. Ja, das war auch mein erster Eindruck, Mario, dass der Jugendbereich ausbaufähig ist. Flinty, danke fürs Follow. Lord Kane, schön, dass du da bist. Was ich dann auch gemacht habe, ich glaube, das war früher bei Anschluss besser gelöst. Man konnte diesen Spielern damals einen Vertrag geben. Aber wenn ich dem Kollegen jetzt ein Vertragsgespräch anbiete, vielleicht ist es ein Bug, vielleicht ist es schlecht balanciert, vielleicht ist es einfach nur schlecht designt. Das muss man dann abwarten, wie die nächsten Entwicklungen von seitens Winning Streak Games aussehen, Patches und so weiter. Der Spieler wird sagen, ich unterschreibe nur für die erste Mannschaft. Und da ist er halt als 6,9er noch nicht stark genug. Ich würde jetzt aber sagen, hey, Talent groß, also solide, Durchschnitt. Jetzt schon als 17-Jähriger mit Charakteranführer, also ein potenzieller Vorweggeher, jetzt schon eine 6,9. Der kann uns in einem Jahr vielleicht helfen. Ich will ihn auf gar keinen Fall verlieren, aber ich kann ihm jetzt noch keinen Vertrag anbieten, weil sonst ist er im Bundesliga-Kader und verschimmelt da. So, also Benedikt Klug merken wir uns mal, aber ich kann jetzt leider noch nicht viel damit anfangen. Hier in der U17 ist auch noch nicht viel zu tun. Dann Ausbildungsschwerpunkt. Wir machen es Breisgau-Brasilianisch. Ne? Hier machen wir mal eine 2 und dann hier das. Und hier machen wir auf jeden Fall Rennen und Kämpfen auf eine 1. Hier wird Fußball gespielt. Ja, schön. Technik. So ist es doch in Ordnung. Jugendinternat. Klicke ich jetzt mal noch nicht an. Habe ich noch nie angeklickt. Keine Ahnung. Jugendspieler in der. Also das war ja früher bei Fußballmanagern immer so ein schöner Kniff. Ja, wenn du mit einer dritten oder Viertligamannschaft gestartet bist, als erstes in den Jugendbereich gucken und dann hast du da, wenn du ein bisschen Glück hast beim zufällig Generieren der Mannschaften, wenn du da schon so einen Monsterspieler hattest, der als 17-Jähriger sofort in die erste Mannschaft hochgezogen werden kann und da Stammspieler ist. Am besten noch 5-Jahres-Vertrag und dann ein Jahr Stammspieler und dann teuer verkaufen. Ja. Also hier, das ist vielversprechend, aber für den Moment nicht brauchbar. So medizinische Abteilung, braucht man nichts machen. Scouting. Das machen wir später, wenn wir uns den Kader einmal sauber angeguckt haben, damit wir auch wissen, was wir spielen wollen. Hier ist Organisation. Trainingslager. Ja, selbstverständlich. Guck mal, wir wollen ein Trainingslager. Das ist auch so ein Klassiker, den du immer in der ersten Woche jedes Anstoß-Safe-Standes gemacht hast. Machen wir mal hier am Dienstag. Oder war ich, glaube ich, jetzt zu schnell, oder? Warte mal. Damit ihr das auch mal gesehen habt, das kann man jetzt gleich wieder wegklicken. Aber auch da wieder so dieser Rollenspielgedanke. Wir haben einen Kalender. Wir haben nur 35 Arbeitsstunden. Fände ich ganz charmant. Wo ist mein Kaffee? Da ist der Kaffee.
im wahren Leben 35 Arbeitsstunden hier, wäre, finde ich, gut. Und später kommt dann noch so ein Fitness-Level dazu. Warte mal, gibt es das schon? Ach, hier oben, genau, hier oben rechts seht ihr das. Ihre Gesundheit, sie sind voller Energie. Auch das habe ich von vielen Leuten auf Discord schon wieder gelesen und ich selber habe es auch gesehen. Du bist da immer komplett ausgereizt nach einer Woche und du kriegst es nicht zurück. Selbst wenn du irgendwie nur 5 Termine hast in der Woche, nicht ansatzweise deinen Kalender und deine 35 Stunden ausreizt, ihre Gesundheit ist immer voll am Limit, immer am Stresslimit und das wirkt nicht so ganz ausbalanciert, nicht so sauber. So, von daher, Eagle Maker. Schönen guten Abend, schön, dass du wieder gefunden hast. Zum ersten We Are Football Stream. So, also wir Trainingslager organisiert, das kommt dann gleich nochmal im Wochenablauf gesondert. Was ist das hier? Das ist HR, irgendwelche Mitarbeiter später. Stadion, Schwarzwaldstadion, lassen wir erstmal so, wie es ist. Kleines, schnuckeliges Studentenwohnheim. Passt. Sponsoren. So, wir haben den Hauptsponsor. Ja, haben wir schon. Wir haben, und da seht ihr das, was ich meinte, mit auch Sponsoren sind reingepatcht. Ne? Wir haben hier schön Hummel, Ausstatter und so, alles original, alles super. Und dann, wie viele Banden habe ich noch frei? Wo kann ich das sehen? Ärmelsponsor, Bandenwerbung hier. Sie können diese Woche noch 2 Termine vereinbaren. Ich mache mal Sponsor suchen. Hier, auch das ist so eine Übersicht, wo ich mir jetzt so sage, hier müsste mir ja klar gesagt werden, ach, da steht es noch. 8, okay. Man muss nur weiter scrollen. Noch 8 Banden zu verkaufen. Dann machen wir auf jeden Fall Bandenwerbungssponsor suchen. So machen wir das. Nee, ich glaube nicht, Mario, dass das die Originalen sind. Das ist alles aus dem Patch. Ich glaube nicht, dass Originalsponsoren mit im Spiel sind von We Are Football mitgeliefert. Das ist alles durch diesen Monster FM Jünger Patch. Also das sollte man jetzt ohne Patch nicht erwarten, dass da irgendwas Originales drin ist. Ne? Außer man kauft die Bundesliga, den Bundesliga-DLC. Aber auch dann wären halt diese ganzen Sponsoren nicht drin. Glaube ich zumindest. Oder die sind dann dadurch, dass die halt beim SC Freiburg dran sind und so, ne? Aber da dürfte es ein Riesenvorteil sein, hier diese ganzen Sponsoren durch den Patch drin zu haben. So, was haben wir hier? Finanzen. Hier sehen wir nochmal die Übersicht, ne? Unser Transferbudget. Wie viel haben wir noch verfügbar? Also wir können noch schon den einen oder anderen Top-Spieler holen. Hier Einnahmen, 50 Millionen Fernsehgelder. Ja, klingt alles nicht ganz so verkehrt. Marketing haben wir auch einen Typen, der uns das macht. Lassen wir erstmal das Präsidium, da können wir ein bisschen schmusen gehen, erstmal fragen und mehr Geld und so, aber noch sind wir gut im Sattel, alles gut. Mitglieder, oh, das können wir auch mal durchlesen, was haben wir hier? Begrüßungsgeschenk, Mitgliederausweis, Vorverkaufsrecht auf Tickets, 10% Shop, Rabatt für die zweite Mannschaft, immer gerne. Servus Fili, schön, dass du auch noch reinfindest. Kids Club Paket, machen wir alles. Mitgliedervergünstigungen können nur einmal die Saison geändert werden. Machen wir jetzt. Sind eingeloggt. Preise Mitgliedschaft. Lassen wir mal unverändert. Das ist so Kleinkram, den ich nicht brauche. Fans. Organisierte. Ui. Vermag ich jetzt nicht einzuschätzen, aber hat der SC Freiburg echt nur 8.000 organisierte Fans? Die haben doch auch immer über 20.000 Durchschnittsauslastung. Aber okay. Ja, das für den Moment. So, ich glaube, ja, dann müssen wir jetzt zum gewichtigsten Teil kommen, auf dem basierend wir auch weiterspielen, nämlich wir gehen auf die erste Mannschaft, wir gehen auf Taktik ändern, so und jetzt ist nämlich schon, das ist der falsche Bildschirm, der kommt später beim Verlauf auf das Spiel, Aufstellung anschauen, da haben wir es, so, das ist das Herzstück, zumindest wenn man ein Taktiktüftler ist, unser Herzstück. Und das ist super Anstoß, oder? Das ist total Anstoß. Das Bild hier und die Spieler hier frei zu verzieren, wie wir Bock haben. Und hier die, das ist, glaube ich, super Anstoßmäßig. Und was ich hier glaube festgestellt zu haben, der Co-Trainer, den machen wir komplett weg, weil der Co-Trainer, der macht komische Sachen. Ne? Hier so ein Yannick Habra mit 8-7 spielt nicht. Hier Nils Pedersen spielt nicht. Der ist eigentlich der beste Spieler im Kader. Das ist, war zumindest mein Eindruck bei der Fortuna beim letzten Mal. Christian Günther spielt nicht. Hier so. Das sind so Dinge, die sind irgendwie, weiß ich nicht. Und von daher, auch da habe ich das Gefühl, das ist noch nicht 100% sauber programmiert. Und vielleicht wird das Spiel erst in
ein paar Monaten richtig geil, wenn dann Version 1.5 draußen ist, mit allem Fan-Feedback drin und allen Bugs beseitigt. Aber okay. Krepo, schönen guten Abend. Schön, dass du aber der gefunden hast. Flinty, jetzt wird es interessant für dich. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, weil ich bin, wie gesagt, ne, ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal im Stream. Ich habe bis hierhin 6 Spieltage in einem anderen Game gemacht mit der Fortuna. Bin jetzt auch nicht der absolute Experte und freue mich sowieso über jedes Feedback von euch und über jeden Hinweis, was ich falsch oder anders machen könnte. Wie gesagt, jetzt entscheiden wir uns, wie die Breisgau-Brasilianer loslaufen sollen. Und ihr kennt meinen Fetisch mit der Raute. Das ist mein Lieblingssystem. Sollen wir 4-4-2 spielen oder worauf habt ihr Bock? Jimbo, schönen guten Abend. 8 Spieltage, ein Punkt. Okay, Flinty, das kann ich überbieten. Ich kann sogar einen DFB-Pokal-Zweitrundensieg im Zweitliga-Duell gegen Heidenheim mit Doppelpack in der 90. und 90. plus 4 zum 3-2-Sieg anbieten. Das war zum ersten Mal, wo ich so ein bisschen hier mit geballter Faust saß. Und da war die Kamera nicht an. Also von daher, das hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Aber ja, Experte würde ich es trotzdem nicht nennen. Okay, da ich von euch kein Veto hier im Chat lese, gehen wir auf mein 4-4-2-Rauten-Ding. Und das ist jetzt natürlich auch so mit Hinblick auf, wir versuchen verrückte Dinge, versuchen vielleicht den ein oder anderen Monsterspieler auch zu finden, um uns zu verbessern. Und jetzt machen wir das auf der Link. Also gucken wir mal hier, das kann man hier nicht sortieren, oder was? Das irritiert mich ja jetzt schon, ne? Dass ich hier auch nicht sortieren kann. Warum kann ich jetzt hier nicht sagen, also die Zeilen in grün, die sind auf dem grünen Rasen und dann ist dunkelblau ist Bank und ein bisschen weniger dunkelblau ist Tribüne, aber okay. Warum kann ich das jetzt nicht sortieren? Aber okay. Nehmen wir erstmal alles so hin. Wir gucken mal. Im Tor ist Florian Müller. Das ist tatsächlich der beste Torwart, ja. Okay, wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir machen das anders. Also das ist jetzt erstmal, wir haben uns für 4-4-2 entschieden. Und jetzt können wir hier wieder in dem ersten Mannschaftsbildschirm, jetzt können wir hiermit sortieren. Jetzt können wir sagen, wir gehen diesen Kader einmal durch. So habe ich das früher bei Anstoß auch immer gemacht. Jede Position doppelt besetzt. Vielleicht den ein oder anderen flexibleren Spieler mehr im Kader. Aber ansonsten klares, doppelt besetzt, am besten alle Weltklasse und dann Triple nach Triple geholt. Wir haben 4 Torhüter. Florian Müller ist 22, der ist selber noch Talent, wenn man so möchte. Der ist gesetzt. Dann können wir hier den Niklas Tiede, den können wir verleihen. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Den jungen 21-Jährigen. Und was haben wir hier beim Charakter? Wir haben den Analytiker. Und ich glaube, das Ding hier mit dem Punkt drin ist ausgeprägterer Analytiker als nur das normale blaue Viereck. Korrigiert mich gerne. Da gibt es auch kleine Unterschiede. So, wir haben zwei sehr ähnliche Spieler, aber hier, guck mal hier, der ist ein bisschen teurer. Vertragslaufzeit ist gleich. Komm, dann wird der Marc Flecken minimal besser, aber teurer. Sind wir wieder da? Ist das Mikro noch da? Das ist sehr witzig. Das hatte ich eben gar nicht gesagt. Und scheinbar schaltet sich mein Mikro aus, wenn es keinen Sound hat und nimmt mein Gelaber nicht als Sound. Sehr witzig. Das Spiel selber hat kaum Sound. Ich hatte euch ja gesagt, ich mache die Musik gleich nochmal an. Die ist nämlich bodenlos. Aber bis zum Spiel selber. Bis zum Spiel selber hat das Spiel nicht mal Klicksound. So, machen wir mal hier die Musik wieder an. Habt ihr Musik? Ich hab nix. Habt ihr Musik? Ah. Okay. Jetzt hat sich durch das Ausschalten des Headsets hat sich der Sound verzockt. Das heißt, ich muss einmal kurz den Stream neu starten. Ich bin in 10 Sekunden wieder da, dann haben wir auch wieder Sound und dann haben wir auch We Are Football Sound, hoffe ich. Also irgendwie,
Das kann ja so nicht richtig sein. Warte, Moment mal. Oder? Habt ihr noch Sound? Hört ihr mich noch? Hört ihr mich noch? Weil hier ist jetzt kein Ausschlag mehr im Streamlabs. Also ihr hört mich noch. Okay, ich mache das jetzt mal bis zum ersten Spiel und dann muss ich mal gucken, warum kein Sound da ist. Ich glaube, aber das finden wir raus. Was ihr vollkommen richtig gesagt habt, Florian Müller ist noch ausgeliehen. Aber ein Marc Flecken wäre, auch wenn der Florian Müller dann weg sein sollte nach der Saison, dann ist er ja kein Stammtorwart. Also das ist schon mal klar. Also jetzt geben wir mal ein bisschen Gas, damit ich das mit dem Sound gelöst bekomme. Also auf die Transferliste, du hilfst uns nix. So, dann links außen. Hier haben wir die beiden eigentlich super starken Spieler. Da auf Linksverteidiger sind wir gut aufgestellt. Und bei Master Itta haben wir ja schon längst gesagt, der kann auch links Mittelfeld spielen. Und das fehlt mir zum Beispiel jetzt auch schon wieder, ja, dass ich jetzt hier nur die Hauptposition sehe, aber nicht die Nebenpositionen, die du dann wieder, guck mal hier, das ist das, was ich mit diesen Design, diesen Design-Hinkefüßen meine. Hier stehen die Nebenpositionen und hier kannst du dann deutlicher sehen, ah, guck mal, die können theoretisch beide hier, der Itta und so, die können auch eine Stufe weiter vorne spielen. Das sind so Kleinigkeiten, es wirkt unrund. Dann denkt man sich halt auch, also wenn sich jemand hinsetzt, ich streame das jetzt zum ersten Mal, ich spiele jetzt irgendwie in meiner fünften Stunde oder so und ich merke jetzt schon, irgendwo ist es nicht flüssig, Informationen zu kriegen, zu entscheiden. Und ja, von daher, komisch. So, das bleibt erstmal. Rechte Verteidigerposition ist aufgestellt. Innenverteidiger haben wir drei, die Bundesliga-Niveau haben. Wir hatten aber, glaube ich, hier auch beim Herrn Itter. Der könnte das aushilfsweise spielen. Der Yannick Keitel ist zu schlecht, der hilft nicht. Der Nicolas Höfler könnte das spielen. Kübler. Ja, wir haben genug Innenverteidiger im Kader, dass ich den 23-jährigen. Oh, das ist der Kevin. Oh, der ist aber schlecht bewertet. War der nicht an Union am Ende ausgeliehen oder ist das sein Bruder? Naja, in jedem Fall, der kann jetzt auch ausgeliehen werden. 23, da glauben wir noch dran. Der bleibt noch. So, weiter geht's. Wir haben bei einer Raute haben wir einen ZDM. Jawohl. Da kann der Yannick Keitel auch verliehen werden. Nico war bei Union. Okay. So, Gastil. Okay, das wird mein Go-To-10er. Dann müssen wir uns Haberer und. Ja, komm, Tempelmann wird verkauft. Der ist mit 5,5 zu schlecht. Das hilft mir gar nichts. So, wo sind die Stürmer? Wir spielen mit zwei Stürmer. Guck, und da haben wir im Kader nicht die nötige Tiefe. Direkt mal festgestellt. So, der Kollege kann ausgeliehen werden. Die beiden brauche ich. Und jetzt muss ich mal bei diesen ganzen Flügelstürmern hier gucken, ob die noch eine Verwendung auf anderen Positionen haben. Ansonsten können wir die sofort verkaufen und Kohle machen und zielgesteuerter verpflichten. So, Vincenzo Grifo auf der 10 mit einer 9,5. Ja, das sehe ich. Der wird sich mit Gastil duellieren. Lukas Höhler ist ein Stürmer. Genau, der bleibt. Er kann da vorne rein. Das passt schon. Was denn mit dem Südkoreaner hier? Der ist außen und sonst außen und ein verkappter Zehner. Der Kwon kann schon mal gehen. Und dann haben wir noch einen, der spielt auch. Okay, beide Koreaner können gehen. Der haben wir eine Option, hilft mir nichts. Transferliste verkaufen. Fun Fact, ich war in Korea in Urlaub, tolles Land, tolle Menschen, können nur scheinbar nicht so ganz 4-4-2. Sonst würde ich die gerne im Kader behalten. Okay, so und jetzt haben wir das erste Durchrasieren im Kader gemacht. Und ja, jetzt habe ich ja gesagt, ich würde gerne für unser Spieler verpflichten. Da unten ist es. Was passiert? Ah, Spieler scouten und verpflichten. Und das mit dem Sound lässt mir echt keine Ruhe, ne? Dass hier kein Sound ist.
Nee, der Kati nimmt mir das nicht übel, Shobo, weil es halt keine Japaner sind, genau. So, dass wir uns einen Wunderstürmer verpflichten. Vom FC Bayern vielleicht gerade nicht. So, was machen wir denn? Wir machen Mindestalent. Kann man das. Ah, das kann man so hochziehen. Okay, machen wir mal die Talentstufe. Ja, kommen Sie mal realistisch. Füße lassen wir offen, lassen wir alles offen. Machen wir 4-4-2, spielstark. Ja, spielstark, ne? Kann gut Fußball spielen. Ball gewinnen, nee. Was soll der denn können? Kreativität, kurze Pässe. Stimmt, nee. Torriecher, ja, auf jeden Fall. Hat schon mal keiner. Warum nicht? Ah, wegen Marktwert. Hier bin ich schon mal. Ah, guck mal. Ah, das sind schon hier zwei sehr unsympathische. Was ist das für eine unsympathische Auswahl hier? Kann ich schon mal gar nichts mit anfangen. Dann halt kein Torriecher. Antritt. Aha, Dode Lukebakio, der Ex-Fortuna und Karim Bellarabi. Beide keine wirklichen Stürmer. Das hätte ich hier irgendwo wahrscheinlich schon längst angeben müssen, genau. Einfach nur Stürmer. So, das klappt schon mal. Wir brauchen 29 weniger. Muss das so gehen? Nee. Boah, ist schwach. Das ist schwach. Muss ich da echt tief in die Tasche greifen oder was? Machen wir hier 105. So, jetzt kann mir vielleicht der ein oder andere sofort sagen, was mache ich falsch? Kenne ich nicht genug Spieler? Kenne ich die Bundesliga nicht? Warum ist das? Also kann man nicht sagen, Land egal. So, mir ist egal. Ah, guck mal. Wir können international gucken. Das können wir schon mal machen. Das hilft schon mal. Dann können wir jetzt hier vielleicht auch ein bisschen realistischer. Guck mal. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. So, Cedric Bakambu. Oh. Das sind für die PES-Freunde bekannte Namen, kleine Cheetah Boys aus MyClub. Und der Kollege, dem könnten wir kurz bevor er den Fehler macht, nach China zu wechseln, sagen: Hey, kommst du zu uns? Kommst du zum SC Freiburg? Und das ist so ein Ding, was in der Community auch schon sehr kritisch behandelt wird, dass da gewisse Transfers sehr unlogisch sind. Ich glaube, auf Discord hat ja irgendjemand gesagt, mit dem ersten FC Saarbrücken den einen oder anderen Topspieler geholt, um aufzusteigen in die zweite Liga und so Geschichten. Also das scheint auch noch nicht ganz ausbalanciert zu sein. Deswegen bin ich gar nicht mal so schlechter Dinge, dass wir Moussa Marega. Wir versuchen das einfach. Ich sage, das ist ein Testspielstand und wir wollen verrückte Dinge machen. Schönes Originalgesicht, super Typ. Wie kann ich den jetzt ansprechen? Vertragsgespräch. Ja, klicken wir mal an. Der FC Porto eigentlich nicht abgeben. Ja, natürlich wollen sie das nicht. Das heißt, Marktwert 7,5. Versuchen wir die Kollegen mal auf weiter einstellig Millionenbereich runterzuhandeln. Sollen wir nach dem Trainingslager organisieren, machen wir da das Gespräch. Aber wir wollen natürlich vorbereitet sein. Und sollten wir den Moussa Marega nicht kriegen, dann wird es halt der Cedric Bakambu. So, zack. Zum ersten Mal den Transfermarkt sondiert, Freunde. Zum ersten Mal den Transfermarkt sondiert. Witzig. Okay. Ja, dann. Ich glaube, jetzt langsam kann man sagen, so, wir haben einen kleinen Plan ausgeheckt. 4-4-2, wir haben hier durch den Kader rasiert. Meiner Erfahrung nach werden jetzt viele Angebote kommen. Und das sind auch keine schlechten Angebote. Früher war das so, du hast einen Spieler auf den Transfermarkt gesetzt, du hast einen Marktwert und weißt, den werde ich niemals als Ablöse bekommen. Und hier war es bis. Ich habe als Beispiel Matthias Zimbo Zimmermann für die Zweitliga-Experten unter euch, Rechtsverteidiger bei der glorreichen Fortuna. Den habe ich für 8,5 Millionen verkauft. Der ist, glaube ich, im Spiel 4 wert gewesen. Oder 5. Und das ist ja halt in Realität schon mal nicht. Das muss jetzt nicht zwingend Spielfehler sein, das könnte durch den Patch sein, wie auch immer. Aber dann wird mir direkt irgendwie mehr als der Marktwert geboten, obwohl der Kollege auf dem Transfermarkt stand. Also, so Kleinigkeiten halt. Muss man Trainingspläne machen? Ja, Schobo, das kommt dann, glaube ich, jetzt im nächsten Bildschirm, weil der erste Bildschirm war ja zu sagen, Hauptschwerpunkt für die Woche und Trainingsschwerpunkt. Und wenn ich jetzt auf Weiter klicke, kommt, glaube ich, ich hoffe, ich bin da so sauber noch im Hinterkopf, kommt dann der Bildschirm. Trainingswoche. Und die ist dann basierend auf das, wo ich den Schwerpunkt legen wollte, nämlich Fitness, voreingestellt. Jetzt kommt erstmal Wochenplanung. Okay, Wochenplanung. Also, was mir auch, das sind dann hier irgendwelche Mitarbeiter, die mir dann sagen, du solltest folgende Dinge machen, du könntest folgende Dinge machen und man könnte aber auch noch andere Sachen machen. Also hier muss man Stadion, Sponsor suchen. Ja, Breisgau. Hier Merkur Spielarena in Freiburg. So, der Kram wird das. Hauptsache Kohle, jawohl.
Geld anlegen möchte ich nicht. Tribünensponsor, ja, von mir aus. Jetzt wird die erste Woche schon mal mühsam. Freundschaftsspiel, das ist wichtig. Dann können wir nämlich sofort den Sound checken und können zum ersten Mal mit dem SC Freiburg losrasieren. So, und dann Abteilungsleiter, nö. Charity-Aktion, ja, machen wir. Wir sind der SC Freiburg, wir sind sympathisch. Und Sport treiben, dann sind wir wieder beim hier Ihre Gesundheit und wir sind beim Thema so ein bisschen Rollenspiel. Das kann man aber hier auch schon von vornherein so einstellen. Du gehst unten links auf dein Persönliches und kannst sagen, hier das Thema Sport treiben, bitte automatisch am Ende eines Arbeitstages oder eines Tages. Machen wir mal zweimal die Woche. So, macht der Playmaker immer schön Sport. Das heißt, das brauche ich nicht anklicken, weil das automatisch drin ist. Weiter geht's. Und dann kommt das zweite Wichtige, nämlich die Trainingsplanung. Man kann hier frickeln ohne Ende. Ne? Du kannst ja sagen, was soll ich machen? Ach du Scheiß. Alles auswählen. Kann ich es wegklicken? Bitte, ich will es wegklicken. Okay. Und wenn du am Anfang der Woche gesagt hast, Schwerpunkt im Training ist Fitness, dann gibt dir das Spiel schon gewisse Dinge vor. Hier Ausdauer und Fitness und High-Intervall und so ein Kram. Intensität können wir hier noch auswählen. Habe ich in meinen wenigen Wochen mit der Fortuna immer alles auf Rot gehabt in der Belastung. Außer vor Spielen. Da geht man natürlich immer ein bisschen runter. Und ich hatte nie Probleme hier mit Kondition oder Frische. War immer alles über 85, aber ne, bei 6 Wochen kann man jetzt auch noch nicht von einem langfristigen Erfolg sprechen. So, dann weiter. Und dann kommt der Wochenablauf. Ne? Ihr hattet es gerade ganz kurz gesehen. Da kommt die Woche und dann kommen die einzelnen Termine in der Woche. Und da ist auch ein großer Kritikpunkt. Man kann das nicht unterbrechen und neue Termine legen. Deswegen habe ich eben auch Moussa Marega, aber auch schon quasi als Backup Cedric Bakambu angesprochen, sollte der Moussa Marega nicht klappen. Du kannst nämlich nicht sagen, ich gehe am Montag zu Moussa Marega, red mit dem Kollegen, der sagt mir dann, nee, hab keinen Bock, und dann Woche pausieren und dann sagen, hey Cedric, können wir am Mittwoch sprechen? Das ist wohl ein Riesenkritikpunkt. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir aber auch denke, die kann man patchen. Das ist nichts, wo du sagst, da ist das Spiel so falsch designt, da müssten sie quasi We Are Football 2 für machen, damit das geht. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir vorstellen kann, Patch 1.1, 1.5, macht diese kleinen Dinger nochmal sauberer. Lange gelabert, Eintrittspreise, mir egal, bleiben. So, Sponsorenfahndung, da wird es schon spannender. Und jetzt kommt das, was ich eben schon mal ausgeführt habe, ne, mit hier Verhandlungspunkte. Hier habe ich jetzt ein paar Klicks mehr. Aber ich kann immer noch nicht ganz frech sagen, mach mal hier 10 Millionen und dann werden die Leute hier bei dem grünen Kreis schneller sauer oder so. Nein, ich kann nur sagen, Laufzeit von mir aus und dann möchte ich, ja, Kohle und pro Klick geht ein Verhandlungspunkt weg. Und dann hatte ich, als ich das erste Mal gesehen habe, gedacht, okay, wenn ich jetzt auf Verhandeln klicke, refreshen sich diese Punkte hier? Nein, dann geht nur eine Verhandlungsrunde weg. Dann refreshen sich keine Punkte. Ich kann also nichts mehr anpassen jetzt. Ich kann nur nochmal nachdrücken. Kann ihn sauer machen, aber das ist nicht so dramatisch. Ich klicke also alle Verhandlungsrunden durch. Am Ende habe ich tatsächlich meinen Wunschwert gekriegt und unterschreibe. Und wir sagen, hey, geil. 2,6 statt 1,3 nehme ich. Okay. Mehr Kohle für den SC Freiburg. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das Stadion ist falsch rum, das ist bitter. Dann ist das ein Patch-Problem. Aber es ist eine Alpha. Ich sag's euch nochmal, ne? Also jetzt nicht hier die Kollegen von den FM-Jüngern durch den Kakao ziehen. So, Sound wieder da, wieder weg. Also das alleine deswegen, ich bin gleich gespannt aufs Freundschaftsspiel oder aufs erste Spiel, wenn dann da definitiv Sound ist. Wenn da auch kein Spielsound ist, starten wir einmal neu und dann mit Musik im Hintergrund und so, damit mir das Mikro nicht immer ausgeht. Allein deswegen müssen wir die Hintergrundmusik dann schon laufen lassen, die ehrlicherweise. Ihr seht auf.